Shade ist hier, zieht sich gerade die Schuhe an. Was geht, Shade? Was geht ab, Freunde? Alles gut bei dir? Was bei dir ist. Alles so. Jetzt warten wir eben auf den Halim und Spendi. Spendi ist gerade kurz einen rauslassen auf der Toilette. Wir sehen uns gleich wieder, Freunde. Peace. Da sind die zwei endlich und Freunde, die berühmt-berüchtigte Schwebebahn in Wuppertal. Verdammt, das sieht irgendwie echt nice aus, Mann. Spendi, fang! Oh, nice! Halim, fang! Nice! Einfach Glas. Guter Fang, Bro, ehrlich. Aha. Holy shit. Komm, Spendi, zeig mal was. Da sieht man einfach ganz groß aus. Wenn ich das dachte, ich kenne das. Weyo! Jo, Spendi, was geht? Der Bruder fährt, als ob nichts wäre, ey. Spendi, du wirst dich später an die Hose scheißen, Bro. Ich werde dich erstmal leiden lassen, weil, Leute, guck mal, hat einfach seine fucking Rolex da, wo wir hier am Sitzen waren, liegen gelassen, Leute. Und die lag einfach so auf dem Boden und alles war weg und alle gehen. Und ich denke mir so, Bro, what the fuck? Hier ist einfach die fucking Rolex, Digga. Spendi, willst du mich ficken? Und genau deswegen, Bruder, lasse ich dich heute erstmal leiden. Du kriegst deine Rolex erst am Abend wieder. Du sollst einen Herzinfarkt bekommen. Ja, eine schöne Rolex auf jeden Fall. Die kann ich bestimmt gut verticken, Spendi. Die Rolex, Bruder, kriegst du erst am Abend wieder, damit du mal einen kleinen Herzinfarkt kriegst. Ey, hätte ich das nicht gesehen, die Uhr wäre weg. Die ist da hinten und voll viele Leute laufen da lang. Die Uhr wäre jetzt einfach weg und kriegst du erst am Abend wieder, Bro. Mal gucken, wie du später reagieren wirst. Kuss geht raus. Lass niemals deine Rolex liegen, Digga, what the fuck? Ich frage mich, wie das passiert ist, ich frage ihn mal später. Der skatet da ganz normal, als ob nichts wäre und seine Rolex ist einfach weg, Digga. Ich spende die ganze Behindert oder was? Für davor und danach, ich komme einmal ganz kurz zu dir. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Super, das freut mich. Wie geht's dir? Gut, aber ich weiß, dass ich verlieren werde. Oh shit. Spendi, Digga, dir geht's gut? Du sagst, dass es dir gut geht, Digga. Willst du mich mal gucken, wie gut es dir später gehen wird, wenn du das hier nicht mehr finden wirst? Genau das hier, guck. Er sagt, ihm geht's gut. Ihm geht's gut, verdammte Scheiße. Ihm geht's gut. Das ist perfekt, dass Kinder da sind. Dann kann ich später sagen, die Kinder haben es mitgenommen. Leute, Spendi hat sich gerade den Fuß umgeknickt. Echt ein scheiß Tag für dich, Spendi. Heute ist echt ein scheiß Tag für dich. Erst knickst du dein Bein um und dann noch Highlight. Du weißt es noch nicht mal. Dein Tag läuft gerade beschissen, Bruder. Leute, der Peter ist jetzt. Der Peter, komm, zeig mal, was du drauf hast, Mensch. Komm, ich filme mit beiden Kameras. Komm her. Krass. Erstmal kann ich dir zeigen, dass ich auch rollen kann, ohne Probleme. Ja? Ich zeig dir den Olli. Ja, kein Problem. Krass. Zeig mal noch einen. Ich bin ja doch Fußschmerzen, gell? Jo. Oh, Bruder, guck, pass auf, ich zeig dir, wie man Spendi trifft. Genau auf seinen Fuß, den Fußschmerzen. Ja, ja, ja auch. Boah. Schade. So allgemein auf normale. Na, alles gut. Was mach ich hier? Oh, juhu. Oh, ich darf nicht gucken, Digga. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, das ist echt, boah, was, kein Adrenalinkick, Digga. Okay, ihnen kann man vertrauen, Freunde. Stufen waren? Du hast sie sicher nicht mit reingenommen. Nein. Zack, jetzt fällt auf, Freunde, warte, die Uhr ist weg. Ich ruf den mal eben kurz an. Plötzlich geht seinem Bein wieder gut. Muss unter Waschbecken sein bei dem. Bitte ruf den an. Aber ich hab die auch auf deiner Jacke gesehen gehabt, Digga, ehrlich. Wallah, ich hab die auf deiner Jacke gesehen gehabt. Ist jetzt weg, Digga. Ja, nee, da sind 1000 Leute durchgelaufen, Digga. Das war nicht da, wo wir waren, sondern da bei den Treppen. Ey, kannst du mal bitte ganz dringend gucken, ob unter dem Waschbecken die Uhr von Spendi liegt, Digga? Freunde, ein Problem. Spendi, seine Uhr ist weg. Und ich habe eine Aufnahme gemacht gehabt von den Kindern, die liefen da rum. Die ist doch safe nicht da, oder? Guck mal hier.
Die haben da was gesucht, glaube ich. Yo. Genau da, wo wir waren. Ansonsten fahren wir das gleich nochmal ab, Digga. Wir checken das aus. Was war das für eine Uhr? Rolex, Freunde. Das ist bitter. Was sagst du dazu? Wir kaufen dem eine neue von Marc. Was sagst du dazu? Ja, Gott sei Dank, Digga. Gönnst du mir ihn? Fuß umgeknickt. Fuß, ja. Digga, aber Fuß ging es auf einmal gut, wo es um die Uhr ging. Ne? Hast du gesehen? Der kommt wieder laufen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ey, wir sind voll schadenfroh. Im Endeffekt ist ein Wertgegenstand, mein Gott. Zwar ein bisschen teuer, aber. 6, 7, 8.000. Wayne. Meinst du, der hat die versichert, Heike? Safe nicht, der ist Albaner. Ja. Arm kommt da angehumpelt. Fuß ist weg, Uhr ist weg. Alles, das war. Ey! Bruder. Spendi, weißt du warum? ABK in dein Auge, Digga. Nein, aber Jungs, ich bin gerade echt mal überlegen, hat es die überhaupt angezogen? Die war da, Digga, ich hab's auch gesehen. Ich will dir jetzt keine Faxe machen oder so, ne? Gesehen. Aber. Ehrlich. Ist jetzt weg, Alter, ich fick mein Leben, Alter. Für davor und danach. Ehrlich. Ist jetzt weg, Alter, ich fick mein Leben, Alter. Mir geht's gut. Dir geht's gut? Mir geht's gut. Ehrlich. Ist jetzt weg, Alter, ich fick mein Leben, Alter. Mir geht's gut. Dir geht's gut? Mir geht's gut. Fuck, Mann. Es war gerade die Frage, ob die versichert ist, Simon. Und alle haben gelacht. Ey, wohin? Ey, fahren wir zum Park dann. Mit dem Verkehr? Ja, Bro, ich muss die Uhr holen. Ich scheiße jetzt ganz bestimmt nicht auf die Uhr. Bruder, sag mal ehrlich. Ja, wir fahren ja eh den Weg. Nein, hast du die eingepackt oder hast du nur gefilmt oder so und machst Prank? Nein, ehrlich, ich wusste nicht, dass du die Uhr überhaupt da hast. Ich hab die nur kurz gesehen. Genau da, wo wir waren, Digga. Links. Ah, die Kinder, die waren genau. Die ganze Zeit da, Alter. Ja, und Kinder haben es genommen, Digga. Genau, hast die Sachen weggebracht. Und wir sind dann direkt was rüber gegangen. Deine Jacke. Nein, Wasser und Wasser wolltest du holen, genau. Und hast deine Jacke und so mitgenommen gehabt. Im Kofferraum, falls du deine Kamera abgelegt hast und so. In deinen Taschen, guck mal bitte überall. Spendi, ganz kurz fürs Vlog. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Dir geht's gut? Mir geht's gut. Der Wahrheit, jetzt finden wir die Uhr hier wieder oder nicht. Oh, die Frau läuft genau da vorbei. Halt mal. Nee, Digga, die ist weg. Die ist sowas von weg. Da glitzert was. Ah, Alufolie. Mann, Alter, fuck mich das jetzt ab, Alter. So, Freunde, wir sind jetzt hier bei Ihnen im Hotel. Wir wollten kurz deine Kamera holen. Mhm. Und ich muss dir kurz was zeigen, Digga. Aber das ist ey, Rolex. Was? Digga, du bist hier das halt, Digga. Bruder, du hast uns gefickt. Wir fahren 20 Minuten wieder in diesen Park. Und du hast die Rolex von Spendi. Aber ey, noch nicht sagen. Erst im Büro, Digga. Aber ey, die lag da ehrlich, da die echt da liegen gelassen. Echt jetzt? Ja, ich hab's aufgenommen. Video. Also ich sag dir eins. Im ersten Moment wird er glücklich sein. So, oh mein Gott. Yeah. Aber im anderen Ding denkt er sich, was bist du für ein Bastard? Digga, und ich... Es muss realistisch sein, Digga. Deswegen musstest du fahren, sorry. Ja, am Nacken, 20 Minuten durch Wuppertal Verkehr, wie asozial, Alter. Ey, aber ich wusste jetzt, dass irgendwas kommt. Oh mein Gott. Ey, der lässt sie ehrlich liegen, Digga. Ich gucke, er ist vorgegangen, der hebt sein Jacke hoch, sein Uhr fällt hin. Ich warte so, Digga. Ich warte da so, dreht er sich um, fällt ihm das nicht auf. Nichts. Er geht einfach weg. Ich pack die Uhr und ich denke mir, okay, Bruder, jetzt musst du eine Lektion lernen. Spendi, Diggi. Oh Mann, Spendi. Es tut mir leid, Digga. Aber Digga, er wird wirklich sein. Oh mein Gott, Digga. Der ist gerade so abgefuckt, Leute. Ja. Ey, er schreit im Auto gerade die ganze Zeit. Ah, fuck. iPhone von Herrat steht da. Hat seine Rolex verloren. Boah, das ist nicht lustig, aber Nacken, Alter. Es ist auch nicht lustig, aber... Ja, erwähnt das doch bitte nicht mehr. Zick, dann mach mal ein bisschen lauter. Benji! Mach mal ein bisschen lauter, Bro. Bro, wir tragen Rolex Original. Heilen wir dann bring mit dir den. Zu viele wollen, dass du fällst, Spendi. So asozial, ich schwör's dir. Also, ich dachte, es liegt an Wuppertal so, aber ich sag dich auch alle, Digga. Alle. Komm gerade raus und Spendi sagt, wiederhol das mal bitte. Und ich sag die ganze Zeit zu dem, Alter, Herr, was kommt, sag doch bitte, das war irgendwie ein beschissener Prank, Digga, und hier ist deine Uhr. Ich glaube, jeder da draußen weiß, was eine GMT Master 2 Pepsi wert ist. Hier, Bro. Hier. Sag ich. Ah! Nein, sorry, Bruder, ehrlich. Sorry, Mann. Sorry. Ich bin überall gefickt ohne Hände, Alter. Mein Fuß ist gefickt. Weißt du, was für Fuß liegen? So 8-9? Boah. Liste, die kriegst du nicht für 8-9. Scheiße, Alter. 19-8, mein Freund. Boah.
So, Freunde, was geht ab? Wir sind jetzt hier in den Büros angekommen, Freunde, und ich würde sagen, der tut mir echt extrem leid. Und ich würde sagen, wir lösen das Ganze gleich auf. Der nimmt gerade auf. Ich hoffe, meiner prankt mich. Spendi, wie geht's dir jetzt nach diesem erfolgreichen Tag heute mit dem Videodreh und alles? Ey, aber eins müssen wir den lassen. Spendi! Ich muss dir was sagen, Bruder. Auf, Bruder. Hör auf, mach den Spaß. Ich muss dir was sagen, Bruder. Schon bitte gut, oder was? Ich muss dir was sagen, jetzt kommt, das ist ein Prank. Das ist meine Tasche. Bro. Warum bist du so schlecht? Bruder, mach doch keine Hoffnung, bitte. Mach doch keine Hoffnung. Ja, mach mir keine Hoffnung. Öffne mal die Pizza-Verpackung. So schlecht. Öffne die Pizza-Verpackung. Guck mal, wie jetzt macht, Alter. Wahrscheinlich Pizza. Da war gar nichts, Alter. Oh mein Gott, ihr wisst ja raus! Ihr wisst ja raus! Aber! Warte, Bro! Ich wusste es! Nein. Warte mal, du hattest die Game-Auto! Nein! Weißt du, wo er es mir gezeigt hat? Im Hotelzimmer! Er sagt so, krass! Krass! Wusstest du das? Nicht nein, das war im Hotel! Nein, Bruder, nein, die hast du ehrlich verloren gehabt, alles ist auf dem Video, Bruder. Du hast die wirklich, während du deine Jacke hochgehoben hast, ist sie runtergefallen. Ah. Und ich hab dieses Dings da, was er liegen lassen hatte, geholt, dieses für Skateboard-Drehdings. Und ich dachte, mein Leben ist weg, vorbei, Jungs. Ey, da hat dich einfach gefallen, einfach. Und guck mal, was, weißt du, was ich schwöre, dass du dich bei mir entschuldigst? Warum? Guck mal, was Bruder, guck mal. Ja, aber ey, warte. Hätte ich diese Chance ja nicht geholt, hätte aber, die Bruder, Uhr nicht Bruder, gesehen. Guck mal, was er macht, Bruder. Er schiebt alles auf mich, alles in mein Auge. Ey, guck mal, er selber, er sagt wegen dir Fuß kaputt. Warte, wegen dir Durchsuchungsbeschluss, wegen dir Uhr weg. Guck mal, Bruder, guck mal, was er macht. Bruder, nein, ich muss mein Auge küssen. Guck mal, mach zu. Ja, warte, was? Ich hab ihn gerettet, ey, ehrlich. Ich hab ihn nicht nur geprankt, sondern auch gerettet. Ja. Gerettet, aber ich eigentlich auch so ein bisschen. Ja, das stimmt, aber stell mal vor, ich hab die Uhr da nicht gesehen. Die liegt da einfach auf dem Boden. Die Uhr. Ich hab ihn genau. Spendi, hab ich dir eine Lehre erteilt? Nicht einfach die Uhr auf Jacke schmeißen? Ja, Bruder, ich bin oder einfach mal kurz mit Sachen. Ja, aber du Sachen nimmst. Einfach mal kurz umdrehen, ob da irgendwas liegt, oder? Unglaublich, ey. So, Freunde, ey, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, dann hat es euch gefallen. Und ich würde sagen, alle Kanäle unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns. Peace.